Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach Photoshop-Dateien richtig speichern und auch richtig exportieren könnt. In den neuen Photoshop-Versionen gibt es ja neue Methoden, wie man das Ganze machen kann. Und zwar fangen wir als allererstes einmal mit dem Speichern an. Beim Speichern ist es so, ihr werdet dann eine PSD-Datei speichern, also eine Photoshop-Datei. Die könnt ihr dann immer öffnen und hier habt ihr dann noch alle Sachen, alle Schritte, die ihr gemacht habt, gespeichert und könnt im Prinzip auch noch Sachen, die ihr vorher gemacht habt, so wie ich jetzt hier, einfach im Prinzip ausblenden. Das Ganze geht, indem ihr das im Prinzip als PSD speichert. Wir drücken dafür auf Datei und können dann hier auf Speichern unterdrücken. Jetzt können wir auswählen, wo wir das Ganze speichern wollen und natürlich haben wir hier den Dateityp Photoshop, PSD, PDD, PSDT. Ich würde euch das hier auf jeden Fall empfehlen, die anderen könntet ihr auch nehmen, aber eigentlich, wenn ihr eine Photoshop-Datei haben wollt, die ihr nachher wieder öffnen wollt, also im Prinzip später nochmal weiter bearbeiten wollt, dann immer PSD nehmen. Dann können wir das hier so nennen, wie wir wollen. Wir nennen es jetzt einfach mal Bild und können dann das Ganze hier einmal abspeichern. So, Kompatibilität maximieren, können wir auf OK drücken und das brauchen wir aber auch dann nicht wieder anzeigen. So, zack. Und jetzt geht es darum, wie ihr das Bild exportieren könnt. Jetzt haben wir das ja abgespeichert, nun können wir das einmal exportieren. Dafür gehen wir wieder auf Datei, gehen dann auf Exportieren und können hier als Schnellexport machen, als PNG. Das Ganze würde gehen, zack. Und dann wird es hier auch schon abgespeichert. Können wir auf Speichern drücken. Fertig ist das Ganze. Aber wir können das auch noch anders machen. Und zwar müssen wir jetzt das Ganze eben einmal ganz kurz laden lassen. Genau, jetzt ist es abgespeichert. Wir können aber auch natürlich auf Exportieren gehen. Dann auf Exportieren als. Und hier können wir einmal auswählen, Format, ja, einmal, ganz normal. Alles auswählen, ja. Wir haben ja nur ein Bild, deswegen das hier wählen wir auf jeden Fall aus. Und den Format hier können wir das ändern. Da würde ich euch JPG empfehlen. Ihr könnt das natürlich aber auch als Schnellexport als PNG machen. Das würde natürlich genauso funktionieren. Also da sehe ich gar kein Problem. So, dann können wir hier die Qualität noch einmal auf das Höchste stellen. Ich denke mal, die meisten von euch wollen die höchste Qualität haben. Wir haben jetzt hier 7 MB. Ist auf jeden Fall keine kleine Datei. Und ansonsten können wir das hier alles so lassen. Skalieren 100%. Ja. Breite und Höhe, das ist angepasst an das Bild im Prinzip. Genau, das haben wir hier auch. Und dann können wir das Ganze hier einmal exportieren. Machen das auch wieder dahin, wo wir wollen. Auf Speichern drücken wir und dann wird das Ganze auch schon abgespeichert. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen, würde mich ja extrem freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.